Fußball Israel 16.10.2010 Selmkenzi Selzamkenzi. Autor D. Selzamkenzi. Prognose für den Spieltag am 16.10.2010. Israel Liga Tal. Die Prognose für den kommenden Spieltag. Selmkenzi eingetragene Marke Selwave eingetragene Marke Betting Trader eingetragene Marke Selzamkenzi eingetragene Marke. Erster Hapoel Akko 0-Unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat eines Schrägstrich-Sieg. Zweitens MSS Stot 0-Unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden. Dritter Hapoel Eschkelon 0-Unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden. Vierter Hapoel BS Heva 0-Unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden. Fünfter Bnei Yehuda Tel Aviv 0-Unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden. Sechster Hapoel Haifa 1-Sieg als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden. 7. Maccabi Haifa 1-Sieg als Endresultat und als Halbzeitresultat 1-Sieg. 8. Beitar Jerusalem 0-Unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden. 9. Maccabi Netanya 0-Unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden. 10. Hapoel Petah Tikva 2-Niederlage als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden. 11. Maccabi Petah Tikva 0-Unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden. 12. Hapoel Ramat Gan 0-Unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden. 13. Hapoel Bnei Sakhalin 2-Niederlage als Endresultat und als Halbzeitresultat 2-Niederlage. 14. Hapoel Ironi Kiryat Hamona 1-Sieg als Endresultat und als Halbzeitresultat 1-Sieg. 15. Hapoel Tel Aviv 0-Unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden. 16. Maccabi Tel Aviv 1-Sieg als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden.